Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute etwas sehr Besonderes und ja, deswegen hat sich der Matthias ein bisschen schicker gemacht, denn wir haben heute die brandneue Mercedes S-Klasse und zwar werden wir einen kompletten Rundumschlag machen. Und es gibt noch ein ganz spezielles Thema, was jetzt auch gleich zu Anfang kommt. Ich werde zum allerersten Mal überhaupt euch erzählen, was über meinen privaten Fuhrpark. Und das hat natürlich was mit Mercedes zu tun. Jetzt kommt erstmal die S-Klasse, los, bitte los. Das nenne ich mal einen Auftritt. Alter, das ist aber Langversion, ne? Aram, schön, dass du da bist. Matthias, hi, grüß dich. Sehr, sehr schönes Auto, was du da mitgebracht hast. Ja, oder? Junge, ich sehe das Auto jetzt wirklich zum ersten Mal. So richtig, klar, ja. Habe ich mal irgendwo ein Bild gesehen und so weiter und so fort. Aber so richtig heute das erste Mal reinsetzen, fahren. Eine Sache muss ich dir erzählen. Erzähl. Ich habe ja noch nie darüber geredet, was so mit meinen Privatautos los ist. Ne? Das ist ja ein gut gehütetes Geheimnis. Jetzt muss ich es aber lüften, weil ich hatte ein Auto genau in dieser Farbkombination. Okay, was war das für ein Fahrzeug? Das war, ich habe ihn Pommes Schranke genannt. Weil außen weiß, Mayonnaise, innen drin rot für Ketchup. Und es waren Mercedes-Benz SLR 107. Schauen wir uns das Fahrzeug mal von vorne an. Was fällt dir denn auf? Ja, die Scheinwerfer sind ein bisschen sportlicher, so ein bisschen bösen Blick so zusammengekniffen, kann man nicht sagen. Aber also es ist viel cleaner. Das ganze Auto, finde ich, wirkt wie aus dem Vollen gefräst. So. Das ist ein Teil. So. Das ist nicht irgendwie was zusammengesteckt ist, sondern es ist alles fließt, alles ist beieinander und es ist sportlicher als vorher, finde ich. Und du hast auch gerade angesprochen, die neuen Scheinwerfer, das ist das neue Digital Light. Ja. Das heißt nicht einfach nur Digital Light, sondern das ist was ganz Besonderes. Was kann das Digital Light? Die kann man schon fast nicht mehr als Scheinwerfer bezeichnen, sondern das sind Projektoren. Mhm. Die haben eine Auflösung von 1,3 Millionen Pixel pro Scheinwerfer. Da kannst du jetzt Gegenstände, Symbole, Menschen viel präziser ein- oder ausblenden. Und der Grund, warum braucht man so etwas, das Fahrzeug wäre in der Lage, beispielsweise, wenn du auf Autobahn in eine Baustelle reinfährst, dass es dann ein Baustellensymbol, also dieses Baggersymbol, auf den Boden projiziert. Oder wenn du keine Fahrbahnlinien hast, dass es dir wirklich Fahrbahnspuren auf dem Boden projiziert, sodass du halt eine Spur hast. Der malt vor mir auf dem Boden Informationen hin, damit ich so ein bisschen weiß, was Sache ist. Und der zeigt mir Linien, wo ich langfahren soll? Ja. What? Das sieht aber gut aus, ne? Ja, ne? Der Stern bleibt auf der Haube natürlich, wie sich für eine S-Klasse gehört. Und wie du gesagt hast, das Fahrzeug ist deutlich sportlicher geworden. Und in dem Fall natürlich besonders sportlich, weil wir die AMG-Line verbaut haben. Siehst du ja auch an der tiefliegenden Schürze, A-Wing. Das Fahrzeug sitzt natürlich nochmal sehr satt auf der Straße. Und es sieht wirklich sehr, sehr schäffig aus. Ich meine, das gehört sich auch für eine S-Klasse, aber das ist wirklich, ich weiß nicht, ob man das im Film sehen kann, aber das, als das Auto da eben hochgerollert ist, da dachte ich so, das ist echt wie so eine Erscheinung. Ne? Absolut, absolut. So, wenn wir uns das mal von der Seite anschauen. Boah, ist lang, hör mal. Das Fahrzeug ist zum einen nochmal in allen Dimensionen etwas gewachsen. Mhm. Auch in der Länge. Wie lang ist der denn jetzt? Der ist jetzt 5,29 Meter. 5,29 Meter. Genau. Und das Besondere ist, der Radstand ist überproportional gewachsen. Okay, das heißt, mehr Platz im Innenraum? Mehr Platz im Innenraum, mehr Komfort und natürlich das Ergebnis, wenn der Radstand wächst, du hast einfach noch schönere Überhänge. Ne? Schau dir mal vorne an, das ist wirklich Sportwagenniveau. Ja, super kurz. Wie kurz der Überhang ist und auch hinten ist das ist unser Überhang nochmal deutlich ausgewogener geworden. Also die fährt ja auf, wir haben flächenbündige Türgriffe. Ja, oh, da kommen sie rausgefahren. Oh, das ist aber schäffig, weil ich finde, diese Lösung, die dann so aufklappen, ne, das finde ich nicht gut. Ich finde, das muss ein richtiger Griff sein, egal ob du von unten oder von oben reingreifst. Das ist auch sicherheitsmäßig, ne, wenn mal ein Unfall sein sollte, dann können die Leute hier besser dran reißen, als an so einem komischen Klappgriff. So, wir kommen zum Heck. Genau. Neue Heckleuchten. Ich finde, dass von hinten vor allen Dingen diese Linie, die Catwalk-Linie, richtig schön reingeht in den Hintern. Die macht ihn schmaler, aber trotzdem herrschaftlich. Ne? Er ist da. Er hat richtig, eine Präsenz, richtig. Auspuffendrohre hat er, also sie gehen zumindest nicht unten hin und wir haben da nur eine Blende, sondern sie fluten durch. Also ich sehe, die Strategie geht auf. Du hast gesagt, hinten sieht er nochmal herrschaftlich aus, das Fahrzeug. Ja. Das genau ist auch geplant, weil wir haben eine sehr, sehr breite Spur, wir haben außenbündige Räder und das Heck wird natürlich, die Breite des Hecks wird betont, einmal durch diese zweigeteilten Heckscheinwerfer, die eine extreme Detailtiefe haben, das müssen wir uns gleich von nahen anschauen. Und aber auch diese Chromzierleiste über den Heckscheinwerfern, die streckt das Fahrzeug auch nochmal schön in die Breite. Und sie fasst die Heckleuchten natürlich auch zusammen, genau. Ne? Lass uns mal die Heckleuchten einmal von nahen anschauen. Alter, was ist denn da los? Ist das so oder sieht das nur so aus? Boah. So, guck dir mal diese unglaubliche Detailtiefe an. Du hast mehrere Reihen hintereinander, sowohl oben als auch unten. Also die sitzen da wirklich wie im Konzertsaal hintereinander, ne? Genau. Und dann haben wir natürlich noch den Lauflichtblinker auch verbaut. Ja, brr, brr, brr. Mega.
Alter, ist das brutal, ne? Alleine das hier, dieser Träger hier für Spiegel und Fensterheber, wie der schwebt auf dieser Konsole. Und dann hast du hier den Lichtschalter, ist auch neu. Sitzverstellung ist auch neu designt. Das ganze Ding schwebt, das sieht ja mega aus. Auch die Sitzverstellung reagiert jetzt auch haptisch, das heißt, anstatt dass sich hier der gesamte Knopf bewegt, ist das hier quasi wie so ein Touchbutton. Wenn du das leicht drückst, dann bewegt sich der Sitz nur sehr langsam. Wenn du Dollar drückst, dann bewegt sich der Sitz auch schneller. Ich kann meinen Sitz beschleunigen, hör mal. Alter, was ist denn das? Wir haben hier die Beleuchtung, ist so fließend, ist in dem Ganzen, das ist quasi ein Display oder was? Ein Lichtdisplay? Das ist unsere neue aktive Ambientebeleuchtung. Aktive Ambientebeleuchtung, Hatta. Hatta. Das sind über 250 LEDs aneinandergereiht, einmal komplett durchs Fahrzeug hindurch in einem Lichtband. Und das heißt aktive Ambientebeleuchtung, weil auch die Fast-Sense-Systeme beispielsweise eingebunden sind. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise ein Fahrzeug im Totwinkel hast, wird dir das nicht nur in deinem Spiegel angezeigt, in Form dieses Warndreiecks, sondern auch deine Ambientebeleuchtung würde beispielsweise dann hier rot blinken in dem Bereich. Das ist ja, also hier und da. Genau. Aber willst du jetzt wirklich du fahren, oder was? Ich würde sagen, der Chef nimmt erstmal hinten Platz. Ich chauffiere dich, dann zeige ich dir mal, was das Fahrzeug hinten so alles kann. Okay. Gut. Und du musst dich noch etwas gedulden, bis du selbst fahren kannst. Ja, ist alles gut, weil chauffieren ist ja auch Thema S-Klasse, ist immer auch hinten rechts sitzen. Gerne. Aram, eine Sache, bevor wir losfahren, möchte ich gerne einmal, dass du hier einen Donut drehst. Also einmal bitte im Kreis fahren. Gerne. Weil dann sehen wir nämlich hier an der Hinterachse was. Ich habe es eben einmal ganz kurz gesehen, als er hier quasi eingeparkt hat. Alter! Habt ihr das gesehen? Der hat das Hinterrad so weit eingeschlagen wie das Vorderrad. Guck dir das mal an. Bis zu 10 Grad lenkt die Hinterachse mit. Alter Schwede. Das sieht ja so krank aus. Wow. Wendekreis wird um bis zu 2 Meter kleiner. Das heißt A-Klasse-Niveau. Guck dir mal an, wie das Rad da aussieht. Das ist Wahnsinn. Wow. Ja, du sitzt gemütlich, oder? Ich kann ja währenddessen schon mal meine Liegeposition einstellen. Also es ist ein Knopfdruck, man muss da nicht ewig draufdrücken. Der Sitz vorne geht weg. Alter Schwede, habe ich Platz. Das ist brutal. Kopfstütze wird eingeklappt. Und jetzt geht er noch weiter weg. Das glaube ich nicht. Jetzt mal ohne Quatsch, ne? Ich kann meine Füße ausstrecken. Sie sind ausgestreckt. Platz hat er, oder? Also Platz, hat er. Ein Designthema, was du überall findest, ist, dass irgendwelche Sachen quasi schweben. Also hier das Teil, das Bedienelement samt Armauflage, das schwebt eigentlich nochmal auf der Tür so oben drauf. Hier diese kleinen Lämpchen, die Dachbedieneinheit, die schwebt auch. Es schwebt alles. Alles ist so hochgesetzt und du kannst quasi unten drunter fassen. Und das ist natürlich mega elegant. Also habe ich so auch... Klar, siehst du das mal irgendwo in einer Designzeitschrift oder sowas vielleicht, aber dass das in einem Auto so konsequent, auch hier die Luftausströmer sehen so ein bisschen so aus, dass das in einem Auto so konsequent gemacht ist, das habe ich so noch nie gesehen. Auch das hier, das schwebt. Auch die Armauflage schwebt. Auch dieses Bedienteil hier für die Klima, das schwebt. HDMI-Anschlüsse, HDMI-Anschlüsse, USB-C, Hatta und Hatta, sehr, sehr viel Platz. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Kannst du das mit einer kurzen S-Klasse auch machen, den Sitz so weit nach vorne? Also so weit sicher nicht und der Platz ist natürlich auch nicht so weit, aber kann ich den Sitz so weit wegfahren in der normalen S-Klasse auch? Ja, das ist auch mit der kurzen Version möglich. Dann haben wir hier am Display Temperatureinstellungen, alles auf Touch, aber mit Rückmeldung, finde ich auch gut. Auch das ist krass, ne? Du kannst hier zwischen Fuß und Bauchraum, quasi Oberkörperraum, die Temperatur verstellen, die Strömung anstellen. Also die Luftausströmer sind wirklich next level, ne? Absolut. Für die S-Klasse ist ja natürlich nicht nur das Thema Komfort wichtig, sondern auch das Thema Sicherheit. Ja. Und was wir hier erstmalig haben in einem Fahrzeug verbaut, ist auf beiden Seiten, dass wir im Formbereich einen Frontal-Airbag verbaut haben. Sodass du, wenn du eine schwere, hoffentlich nicht, aber wenn du mal eine schwere Frontalkollision haben solltest, dann baut sich vorne ein 70 Liter Volumen Airbag aus. Wo? Aus dem Sitz raus oder was? Aus dem Beifahrer- oder Fahrersitz von hinten baut sich das frontal aus, was eine absolute Weltneuheit ist und würde natürlich die Belastungswerte für Kopf und Nacken deutlich reduzieren. Krass.
heißt natürlich nicht, dass du dich nicht anschnallen musst. Ja? Nee, nee, das ist ja klar. Dafür haben wir ja auch die beleuchteten Designgurtschlösser. Ja, die sind sensationell. Ja, ich meine, S-Klasse war immer schon Vorreiter beim Thema Sicherheit. Überhaupt neue Technologien, ne? Airbag, ABS, kommt alles. Ist geboren worden quasi in der S-Klasse. Das Display ist so krass, ne? Wir haben noch gar nicht über die eigentlich die krasse Weltneuheit gesprochen. Aber das ist ja brutal mit der Augmented Reality. Auch das kommt ja dann ins Head-Up-Display rein, ne? Ich kann es auch kaum erwarten, dir das zu zeigen. Ich sehe auch schon, dass du die ganze Zeit hier auf das Display schielst. Ja, ich aber da musst du dich doch etwas geduldigen. Gleich darfst du fahren. Ja. Das sieht echt mega gut aus, ne? Abgesehen davon, dass es 13 Zoll sind, das Wichtigste ist, also das 13 Zoll? Fast 13 Zoll, ja, 12,8 Zoll. Und was das so besonders macht nochmal, ist, dass es eine OLED-Technologie ist. Also wir können es gar nicht vergleichen mit anderen Herstellern, die auch da ein großes Display in der Mittelkonsole verbaut haben. Weil du siehst, dass es gerade helllichter Tag, die Sonne scheint und du hast hier perfekte Kontrastwerte. Mhm. Ganz egal, wie stark die Sonne auf das Display scheint. Das stimmt, ja. Also das ist wirklich Wahnsinn, es ist die Ruhe hier drin, ne? Also man muss sagen, das Thema Geräuschkomfort, da haben unsere Sounddesigner wieder wirklich gezaubert. Die S-Taste hat ja ohnehin schon immer einen wundervollen Geräuschkomfort gehabt. Und in diesem Fall wurde nochmal Akustikschaum im Rover integriert. Du hast nochmal wirklich ein ganz neue Sphären erreicht, was das Thema lautloses Fahren angeht. Also selbst wenn wir über die Autobahn fahren, Kann man sich im Flüsterton einfach unterhalten. Hey Mercedes? Ja, bitte? Starte die Sitzmassage hinten rechts. Alles klar, ich schalte die Massage hinten rechts ein. Ah, sie läuft schon. Und zwar Activating Massage. Aber ich brauche ein Fernglas, damit ich sehen kann, was da auf dem Display steht. So weit ist der Sitz weg, das ist unfassbar. Krass. Wenn man das zusammenfasst, musst du sagen, der Innenraum ist einfach nur wirklich Next Level. Ja, du überlegst dir ja immer, wie ich es vorher gesagt habe, ne? Vorne ein großes Display drin, alles funktioniert, sieht super aus und so weiter. Was willst du da noch verbessern? Dann steigst du in die neue S-Klasse ein und es ist alles noch viel krasser, noch viel besser, größere Displays mit haptischer Rückmeldung und so weiter. Ich weiß das ja jetzt alles noch gar nicht, weil ich noch gar nicht gefahren bin, aber ich sehe das ja, was Aram da die ganze Zeit macht. Also ich muss dir ganz ehrlich gestehen, Aram, ich liebe es, von dir gefahren zu werden. Ich liebe es, hier hinten drin zu sitzen, meinen Kopf auf dieses butterweiche Kissen zu legen. Das ist wirklich unglaublich. Aber ich würde jetzt wirklich gerne selber mal eine Runde fahren. Okay, dann bringe ich dich mal zurück zum Center of Excellence. Ja, bitte. Da steht nämlich eine zweite S-Klasse für dich bereit, weil wir haben ja hier eine sehr expressive S-Klasse, ne, mit weißem Lack und rotem Leder. Und dann zeige ich dir gleich nochmal eine klassische Variante. Sehr gut, ich genieße bis dahin noch ein bisschen. Aram, sehr guter Chauffeur, vielen Dank. Ich muss los. Sarko, passt das alles? Ist das alles schick? Bin ich jetzt schick für die neue S-Klasse? Ja? Damit kann ich telefonieren. Hallo? Ja. Nein. Ha 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 ha!